brauche etwas Fröhlicheres. Etwas Fröhliches? Für wann brauchen Sie ihn denn? Das weiß ich leider selbst noch nicht so genau. Da plant man alles im Voraus. Man versichert sein Auto, man versichert sein Haus, aber man kümmert sich überhaupt nicht um seine letzten Jahre. Was würdest du tun, wenn ich nicht mehr da bin? Ich habe den Arzt gefragt. Er sagt, du kannst nicht mehr allein leben. Du verlangst, dass ich meine Wohnung aufgebe? Mein Viertel, meine Freunde und das mit 75? Man sieht da nur Alte hier. Was hast du vor? Meinst du wirklich, ich lasse meinen alten Kumpel in diesem Dreckloch verrecken? Würden wir alle zusammen wohnen, hätten wir solche Probleme nicht. Man müsste sich organisieren, vielleicht eine Hilfskraft einstellen. Ich habe mit meinem Arzt darüber gesprochen, aber dieser dämliche Mistkerl verschreibt mir einfach kein Viagra, bloß weil er Angst um mein Herz hat. Aber mein Herz ist mir scheißegal. Glauben Sie, ich habe noch Geschlechtsverkehr mit meinem Mann? Wir sind keine Engel, verdammt. Kommt es manchmal vor, dass du noch Lust hast auf mich? Was würdest du tun, wenn Annie dich betrügen würde? Ich würde ihn umlegen. Lebenslänglich in unserem Alter ist nicht der Rede wert. Was willst du hier? Ich will zu Papa, also mach auf! Letzte Nacht habe ich geträumt, ich würde jünger werden. Beim Aufwachen dachte ich dann, dass ich länger tot als lebendig war. Warum lächeln Sie so dämlich? Er steht wieder.